Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir müssten hier in Shamazar sein. Wir können die Hand ausstrecken. Ach so, wir können was fallen lassen. Wir haben etwas. Oh ja, jetzt haben wir es nicht mehr in der Hand. Eine seltsame Frucht. Und wir suchen noch Sepp, glaube ich, heißt er. Den Ober. Und da ist er doch. Oberchief Commander hier des Dorfes. Wir können, wie man sieht, auch scheinbar noch mit vielen, vielen anderen sprechen. Hier haben wir einen Hüter zum Beispiel. Sepp haben wir gerade schon gesehen, der scheint hier irgendwo im Haus zu sein. Da ist er und ich glaube, wir sprechen auch gleich mal mit ihm. Mit den anderen Leuten, denke ich, können wir dann später noch sprechen. Gut, er meditiert gerade oder betet. Ach, aber wir sind der Ulukai. Er wird sich freuen, wenn er uns sieht. Sei gegrüßt. Keb heißt er, nicht Sepp. Hey, Knirps. Hallo. Oh, die Jods haben dich aus deinem Schlaf erweckt. Das freut mich. Danke. Aber jetzt zu diesem Mon. Auf diesen Mond habe ich schon gewartet, seit ich ein kleiner Talaner war. Endlich den Ulukai zu treffen. Sehr schön. Aber das Mon. Oh ja, ja, das Mon. Ich fürchte, ich muss dir etwas gestehen. Das bedeutet schlechte Neuigkeiten, nicht wahr? Ja, Ulukai. Ich weiß nicht, wo das Mon ist. Bitte verzeih mir, aber mein Vorgänger wurde umgekehrt, bevor er mich über das Geheimnis des Mons aufklären konnte. Schon gut. So wie dieser Tag heute angefangen hat, war auch nichts anderes zu erwarten. Warte. Ein Talaner namens Narn hat in den vergangenen Monden ebenfalls nach dem Mon gesucht. Sein Freund wurde von Kroax umgekehrt. Da er die Geschichten glaubt, dass das Mon eine mächtige Waffe der Jods sei, versucht er es zu finden. Mit Erfolg. Doch da versage ich, Ulukai. Ich weiß es nicht, denn ich habe ihn seit dem letzten Mond nicht mehr gesehen. Aber ich muss ihn finden und das Feuer in seinem Phantasma löschen, bevor er Kroax umkehrt. Hört sich aber an, als könnte Kroax ruhig umgekehrt werden. Nein, nein, Ulukai. Das Phantasma leidet, wenn ein Talaner einen anderen Talaner umkehrt. Zugriff auf Notepad erfolgt. Oh ja. Hey, er kann mich heilen. Als erstes, heile mich bitte. Kannst du mich heilen? Natürlich, Ulukai. Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf dich auf. Oh. Dann erzähl noch mehr über Phantasma. Erzähl mir mehr über das Phantasma. Nun ja, ich weiß nur sehr wenig darüber, aber die Grundlagen sind einfach. Es gibt vier Phantasmen. Ka, Fe, Elue und Ganda. Jedes ist mit anderen Aspekten des Lebens verbunden. Du solltest Shamas Masum im Elue-Tempel nach Einzelheiten fragen. Ich habe gerade erst mit meinen Studien begonnen und ich fürchte, ich muss noch viel lernen. Aha. Und Info über Jod? Erzähl mir etwas über diese Jods. Die Jods sind die Schöpfer aller Phantasmen, Ulukai. Sie kontrollieren alle unsere Leben und unsere Schicksale. Um jeden Einzelnen von ihnen zu ehren, haben wir im Norden vier Tempel errichtet. Mhm. Über Feran mehr? Kannst du mir etwas über Feran sagen? Ich kann dir ansonsten nur wenig sagen, Ulukai. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Shamas Masum könnte dir behilflich sein. Er ist älter als ich. Normalerweise trifft man ihn im Elue-Tempel weit nördlich des Fee-Tempels an. Und dieser Fee-Tempel? Was kannst du mir über den Fee-Tempel sagen? Der Fee-Tempel war früher genauso wie die anderen drei Phantasma-Tempel nördlich davon. Aber als Feran an die Macht kam, sagte er, der Tempel müsse seine Macht widerspiegeln. Also hat er ihn ausgebaut? Ja, er ist jetzt größer als die anderen Tempel. Kroax besitzt im Innern des Tempels zwei Daokas. Sie führen in die Kriegerlager in den Regionen Okasankar und Motasa. Du solltest besser nicht dorthin durchgehen, bis du dich vergewissert hast, dass es sicher ist, Ulukai. Auf der anderen Seite erwarten dich die Krieger. Danke für den Hinweis. Kroax wird oft beim Fee-Tempel gesehen, wenn er seinen Kriegern Anweisungen gibt. Wenn das Mon dort versteckt ist, wird es nicht einfach werden, es zu finden. Sprich mit Salinas. Normalerweise hält er sich hier im Dorf auf. Zugriff auf Notepad erfolgt. Mhm. Ja, dann hätten wir noch weitere Infos über Narn ganz gerne gehört. Weißt du, wo Narn ist? Ich wünschte, ich wüsste, wo Narn ist. Aber ich habe ihn seit seinem letzten Besuch nicht mehr gesehen. Sein Bruder Ilot arbeitet auf den Risi-Feldern weit nördlich des Dorfes. Hast du schon mit ihm gesprochen? Er ist der Talaner, den du fragen solltest. Zugriff auf Lexikon erfolgt.
Noch mehr über Mon? Kannst du mir irgendetwas über den Verbleib des Mon sagen? Der Schamas, der vor mir im Dienst war, wusste es. Aber er konnte mir das Geheimnis des Mons nicht mehr verraten. Koax kehrte ihn um, weil er den Wächtern geholfen hat. Nan glaubt es zu kennen und Salinas erzählt eine plausible Geschichte darüber, wo es zu finden sein könnte. Ja, wir hören immer mehr über dieses Umkehren. Da wollen wir auch gleich nochmal mehr drüber erfahren, aber erstmal mehr über Koax vielleicht. Kannst du mir etwas über Koax sagen? Seit Feran die Herrschaft über Adelpha übernommen hat, ist er der Anführer seiner Truppen. Ich habe gehört, er soll viele Monde im Fee-Tempel verbringen, wo er zu Jod-Fee betet. Aber er wird oft an anderen Orten gesehen, wenn er im Auftrag von Feran Talana umkehrt. Wie kamen er und Feran zusammen? Als Feran mit dem Propheten Khazar stritt, sprach Koax ihn an und die beiden entschieden, die Herrschaft über Adelpha zu übernehmen. Aha. Dann erzähl etwas über diese Umkehrungen. Ich möchte noch mehr über diese Umkehrung wissen. Wenn ein Talana stirbt, nennen wir das Umkehrung. Sein Phantasma wird dem Jod zurückgegeben, der es ihm einst geschenkt hat. Und wie? Zum Beispiel wird ein Fee-Talana durch das Feuer umgekehrt. Dadurch wird sein Phantasma dem Jod-Fee zurückgegeben. Ihr verbrennt sie bei lebendigem Leibe? Nein. Wenn ein Talana friedlich stirbt, bleibt das Phantasma in seinem Körper, bis er umgekehrt wird. Die Umkehrungszeremonie ermöglicht, dass das Schicksal des Talanas erscheint. Wir nennen es Hazardes. Wow, das ist ja ein Fall für Akte X. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Oh, da erfahren wir aber mehr über Hazardes noch jetzt. Was ist ein Hazardes? Stell dir ein Hazardes wie das Phantasma eines Talanas vor, das sich aus seinem Körper erhebt, wenn er umgekehrt wurde. Er sucht dann eine Person oder einen Ort auf, um das Schicksal des Talanas zu erfüllen. Du solltest Ceo danach fragen. Du findest ihn bei der Phantasma-Quelle im Nordosten des Fee-Tempels. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ja, okay, also wieder zurück wahrscheinlich. Wie ist unser Ansehen im Moment? Was denken die Talana über mich? Kein Talana liebt oder hasst dich, Ulukai. Aha, neutral. Ja, das ist erstmal ganz gut, oder? Ja, wir haben viele Informationen erhalten und der Bauer, der hier stand, ist weg. Es war, glaube ich, schon mehr als ein Bauer. Wir gehen mal lieber nicht hier in irgendwelche Hütten. Nein. Das könnte als kriegerischer Akt durchgehen. Das lassen wir mal lieber. Stabile organische Energie geortet. So viel, wie wir schon eingesammelt haben hier. Wir sind total reich wahrscheinlich. Mar, okay, den meine ich jetzt nicht. Das ist der Stammesführer von Shamazar. Sei gegrüßt. Kommst du mal eine Sekunde her? Hallo? Sei gegrüßt, Ululo. Wie geht es dir diesen Mond? Das heißt Ulukai, oder? Hab ich doch gesagt, oder? Na gut. Ma weiß, was er sagt. Ma ist Stammesführer aller Shamazar. Sehr gut. Ja, überriet sie? Was kannst du mir über das Risi in dieser Gegend erzählen? Das ganze Risi bekommen die Krieger. Wir behalten etwas für uns. Aber Freund Quack sagt, dass zu viel Risi-Arbeiter langsam macht. Ich schätze mal, das betrifft nicht die Krieger, oder? Was? Vergiss es. Wenn die Krieger nicht jeden Mond Risi von uns bekommen, wird Freund Quack böse und die Krieger schwach. Das kann ich nicht zulassen. Wir brauchen die Krieger zum Schutz. Schutz wovor? Vor irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Na, dann erzähl mal noch mehr über die Krieger nochmal. Gibt es irgendetwas Nützliches, das du mir über die Krieger sagen könntest? Die meisten Talana haben Angst vor den Kriegern. Ich weiß immer, wann sich eine Patrouille nähert, da die Talana dann weglaufen. Das hört sich nicht so an, als würden sie die Krieger mögen, Mar.
Ich weiß nicht warum. Krieger mögen Mar. Ich helfe ihnen, die Arbeiter zu finden, die krank oder müde sind. Aha. Und bekommen wir hier auch eine Info zu Shamazar? Was kannst du mir über Shamazar sagen? Seit Mar hier die Verantwortung hat, gibt es weniger Kämpfe zwischen Wächtern und Kriegern. Warum? Weil Freund Quax wusste, dass ich sehr klug bin und es in Shamazar schön machen kann. Wusste er? Er hat außerdem etwas gesagt, was war es noch, dass Mar am wenigsten einen Aufstand anzetteln würde, was immer das heißt. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Siehst du, Mar ist gut für Shamazar. Und die anderen Talaner? Wie finden die es, dass du hier das Sagen hast? Die sagen, dass Mar nicht wirklich die Verantwortung hat. Aber wenn Mar nicht die Verantwortung hat, warum trägt er dann rotes Gewand? Also, was machst du so? Was? Ich zähle Risi, wenn es für die Krieger kommt. Und? Nichts und. Das ist alles. Ich verstehe, ziemlich beschäftigt. Oh ja, ach ja, und ich erzähle Freund Quax jeden Mond, wie viele Talaner ihre Arbeit nicht geschafft haben. Er will das immer wissen. Was geschieht mit diesen Arbeitern? Ich glaube, sie bekommen eine andere Arbeit an einem anderen Ort. Nach diesem Mond kommen sie nie zurück. Oh. Ja, die Risi-Produktion jetzt zu stoppen, wäre, glaube ich, ein bisschen früh, oder? Fragen wir erstmal nach dem Bericht Ressourcen. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Krieger sind stark. Ich mag keine starken Krieger. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Die Waffen der Krieger sind sehr gut. Wie steht es um die Moral der Krieger? Was ist Moral? Na gut, dann war's das erstmal. Da war aber doch noch jemand. Ein Mar war es nicht. Ach so, Mar ist jetzt der Einzige, der hier einen... Oh, ist aber glücklich, der einen Namen hat jetzt gerade. Die sind alle ganz glücklich hier. Seb, mit Seb haben wir geredet. Ich dachte, der heißt Kap oder Keb. Oh, hier. Oh, 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 das ist gut. Der weiß, was er da tut. Sei gegrüßt. Komm schon mal eine Sekunde her. Wie geht es dir? Endlich ist der Ulukai gekommen. Mein Vater wäre sehr stolz, mich mit dir zusammenzusehen. Wirklich? Ja, Ulukai. Wie ich war er ein Fühler. Ich heiße Klart und würde mich freuen, dir zu helfen. Klart, der Fühler. Info über die Fühler. Kannst du mir sagen, was genau ein Fühler ist? Wir sind Elue-Talaner, die einfache Gegenstände nachbauen können, sobald wir sie mit unserem Phantasma untersucht haben. Aber wir arbeiten schon seit Tausenden von Monden für Feran und stellen Waffen für seine Krieger her. Ich hoffe, ihr macht das nicht freiwillig. Nein, nicht freiwillig, Ulukai. Um es dir zu beweisen, möchte ich dir im Namen aller Fühler unsere Hilfe anbieten. Du brauchst uns nur einige deiner heiligen Gegenstände zu zeigen, die deine Waffen mit Energie versorgen, und wir werden versuchen, sie für dich nachzubauen. Woher wisst ihr von ihnen? Alle Talaner kennen diese Gegenstände, Ulukai. Wir haben sie studiert und herausgefunden, dass wir einige davon mit Materialien von Adelpha nachbauen können. Wenn du mehr über uns Fühler wissen willst, solltest du dich in Okriana mit Yun unterhalten. Kannst du mir ein paar Waffen anfertigen? Tut mir leid, Ulukai. Die Waffen, die ich herstellen kann, werden mit dem Phantasma der Fetalaner betrieben. Du scheinst dieses Phantasma nicht zu besitzen und kannst diese Waffen deshalb nicht benutzen. Aber ich wünschte, ich könnte es für dich tun. Och. Waffenenergie. Was brauchst du, um Waffenenergie für mich herzustellen? Du musst mir nur ein Muster der Waffenenergie bringen, die du brauchst. Die anderen Fühler und ich werden dann wissen, welche Materialien nötig sind, um sie herzustellen.
Können wir jetzt was herstellen lassen? HKP-12-Munition oder USA? Oh, jetzt müssten wir wissen, was benutzen wir denn meistens? Wir haben ja nur die eine Waffe. Vielleicht können wir das alles herstellen lassen. HKP-12. Ich glaube, die benutzen wir auch. USA SH-1-Munition oder FT-74X-Munition. Okay, wir schauen erstmal rein. Nein, der Rucksack? Nein. Okay, das ist nicht ganz so das, was ich jetzt dachte. Moment. Aha, HKP-12. Die verwenden wir gerade. Okay, dann wissen wir Bescheid. HKP-12-Munition. Kannst du das hier nachbauen? Ja, so etwas habe ich schon einmal gesehen, Ulukai. Bring mir diese Sachen, dann kann ich einen Behälter mit Energie herstellen. So, ein grünes Helidium und einmal Metall. Okay. Ach, haben wir gar nicht. Na. Wir haben so viel gesammelt und das haben wir nicht. Dies anfertigen. Wähle die Anzahl der Munitionskisten, die HKP-12-Munition. Okay. Was? Eins? Ach so, eine Kiste, zwei Kisten, drei, vier, fünf, sechs Kisten. Okay. Wird das reichen? Ja, damit kann ich das herstellen, worum du mich gebeten hast. Bitte gib mir etwas Zeit. Na schön. Okay, das reicht doch erstmal. Dann ist der Auftrag schon erledigt. Bist du schon fertig? Nein, ich brauche noch etwas Zeit. Na schön. Hilfe? Wie könntest du mir noch behilflich sein? Du weißt doch, dass viele Regionen hier Feran mit verschiedenen Dingen beliefern, oder? Ja, ich habe davon gehört. Nun ja, wir Fühler können nicht nur Waffenenergie für dich herstellen, sondern wir haben da auch noch eine Idee. Und welche? Du kannst die Krieger, die dir den Weg zu den Mons versperren, schwächen, indem du die Stammesführer der Regionen dazu bringst, ihre Lieferung an die Krieger einzustellen. Wirklich? Danke für den Hinweis. Hier im Dorf ist zum Beispiel Ma dafür zuständig. Alle Talaner fürchten ihn, weil er nur ein Wort zu sagen braucht, um einen Talaner für immer verschwinden zu lassen. Aber Ma ist dumm und versteht nicht, welchen Schaden ihr anrichtet. Und was kann ich dabei tun? Wenn er einverstanden wäre, die Risi-Produktion einzustellen, würden ihm alle Talaner gehorchen. Aber zuerst musst du ihn und alle anderen davon überzeugen, dass du der wahre Ulukai bist. Oh, ja. Na gut. Gibt's noch was? Metall, ja. Wo kann ich Metall finden? Du solltest größere Felsformationen danach absuchen. Meist findet man es dort. Und dieses grüne Helidium? Sag mal, wo kann ich grünes Helidium finden? Überall auf Adelpha Ulukai. Diese Kristalle wachsen wie Pflanzen aus dem Boden. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Und, ist es jetzt fertig schon? Bist du schon fertig? Das bin ich. Möge es dir behilflich sein, Ulukai. Ha, das ging ja gut. Okay. Medizinische Ausrüstung geortet. Wo? Oh, Moment. Das brauchen wir. Jetzt wissen wir schon mal, die grünen Kristalle, die brauchen wir, um Munition herstellen zu lassen. Und medizinische Ausrüstung wurde geortet, wurde uns gerade gesagt. Metall geortet. Na, hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Da können wir vielleicht hier mal reingehen. Aber das schauen wir uns später an. Ich würde ganz gerne jetzt die medizinische Ausrüstung finden. Oh, genau. Sei gegrüßt. Verzeihung, Kumpel. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin froh, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Salinas. Wie kann ich dir helfen? Na, über den Fete... Oh ja, die Kreaturen. Darüber wollen wir doch mehr erfahren. Aber erstmal ein bisschen mehr noch über den Fete-Tempel. Was kannst du mir über den Fete-Tempel berichten? Ich glaube, ich weiß, wo das Mon dort versteckt ist. Wirklich? Wo denn? Als junger Talaner wollte ich ein paar Ventilopen befreien, die hinter der Barriere nördlich des Fee-Tempels gefangen waren. Als ich eine befreite, packte sie mich und flog ein paar hundert Meter mit mir. Aua!
Nein, es war herrlich. Ich hatte Angst, aber ich wusste, dass mich die Ventilope nicht verletzen würde. Als ich über den Feetempel flog, sah ich auf seiner Spitze in der großen Flamme einen schwarzen Kasten. Da der Feetempel stets von vielen Kriegern bewacht wurde, war ich seitdem leider nicht mehr dort. Doch ich vermute, dass das dein Mon war. Wie bist du ihren Krallen entkommen? Sie, nun ja, ließ mich einfach los, aber das kann man ihr nicht verübeln. Es war einfach natürlich. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ja, super. Mehr über die Kreaturen würden wir ganz gerne erfahren jetzt. Was sind das für Kreaturen da in dem Gehege? Kreaturen? Oh nein, törichter Ulukai. Sie heißen Twonha. Sie sind meine besten Freunde hier auf Adelpha. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Dann erzähl mir etwas über diese Twonha. Was weißt du über diese Tonka? Du hast keine Ahnung, wie friedliebend und freundlich die Twonha wirklich sind. Sie haben auch eine Familie wie wir mit Mutter und Vater. Die Eltern beschützen die Jungtiere so sehr, dass man sie erst zu sehen bekommt, wenn sie ausgewachsen sind. Das ist wirklich sehr fürsorglich. Ja, es sind so wunderbare Tiere. Leider sieht Feran das etwas anders. Warum denn? Hast du das Gehege rings um die Stadt gesehen? Er ließ es errichten, um die wilden Twonha von Shamazar zu halten und zu zähmen. Jetzt lässt er sie genauso hart arbeiten wie alle anderen Talaner hier. Ich kümmere mich um sie, so gut ich kann, aber jeden Mond werden sie etwas unglücklicher. Ist das schlimm für sie? Wie würde es dir denn gefallen, wenn du einen Mond lang nur Risi tragen müsstest? Ich kann mir vorstellen, du würdest auch nicht so leben wollen, Ulukai. Da ist wohl was dran. Hey, wir können sie reiten. Wie reitet man? Wie reitet man denn so ein Twonha? Oh, ich kann es nicht gutheißen, wenn ein Talaner meine Freunde reiten will. Es ist einfach falsch. Meinst du nicht auch? Ich habe keine Ahnung, Zalinas. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich mache das andauernd. Wenn ich sehe, wie hart sie arbeiten müssen und wie erschöpft und halb tot sie zurückkommen, dann werde ich wirklich wütend. Nehmen wir doch einfach mal an, ich wäre nett zu ihnen. Oh, ich vertraue dir, Ulukai. Ich weiß, du würdest nett zu ihnen sein. Um einen meiner Freunde zu reiten, musst du ihm einfach sein Gui zeigen und dich von der linken Seite annähern. Dann lässt es dich aufsteigen. Und das ist alles? Ja, sie sind nicht wie wir. Ihr Vertrauen ist grenzenlos. Und wenn ich es nicht reite, was muss ich dann tun? Sie suchen sich einen Platz zum Fressen oder Trinken. Wenn du es eine Zeit lang nicht gesehen hast, musst du einfach zum Dorf zurückkehren. Meistens kommen sie in meine liebende Umarmung zurück. Nette Vorstellung. Wirklich. Oh ja, Ulukai, du musst mir versprechen, sie mit Hoti zu füttern. Wenn du welche finden solltest, sie essen sie nämlich unheimlich gern. Ich habe einmal ein Twonha gesehen, das von einem Garmor gejagt wurde. Es sah ein Hoti und blieb einfach stehen, um es zu fressen. Es blieb stehen? Ja, das arme Ding. Über seinen Hunger muss es den Garmor ganz vergessen haben. Entweder das oder es war einfach nur dumm. Wie bitte, Ulukai? Nichts. Sonst noch was? Oh ja, Twonha mögen es nicht, ins Wasser zu gehen. Oh. Naja, wo finden wir denn so ein Gui? Erzähl mir mehr über dieses Gui. Wie du willst, Ulukai. Was willst du denn wissen? Was ist das genau? Das Gui ist ein Stück Stoff, das man in den Schweiß der Mutter taucht. Du willst mir weismachen, es ist eine Schweißmauke? Ich kenne dieses Wort nicht, Ulukai. Wenn ein Twonha den Duft riecht, wird es folgsam wie ein kleines Kind. Also ich kenne keine Kinder, die folgsam sind. Ich war jedenfalls nicht so. Genau das ist es, was die Twonha zu so genialen Schöpfungen der Jods macht. Ihre Einfachheit. Oh ja, ich wäre bestimmt vor Freude übergeschnappt, wenn man mir die stinkenden Socken meines Vaters unter die Nase gehalten hätte. Pfui Teufel! Oh, wir können ein Twonha kaufen. Oh. Sag mal, Zalinas, wie viel kostet denn eins deiner Twonha? Du willst einen treuen Freund an deiner Seite? Wie schön! Ja, bin ich nicht ein Netter? Was kostet das? Wirst du auch gut für es sorgen, als sei es ein Mitglied deiner Familie? Aber immer doch. Wie viel? Singst du ihm auch immer ein Schlaflied? Na klar, also wie viel? Und bereitest du ihm ein Bad, wenn es eins braucht? Du solltest wirklich mal eine von diesen 0190-Nummern anrufen und dir eine Verabredung verschaffen. Wirklich, Junge. Das verstehe ich nicht, Ulukai.
Schon gut, Salinas. Wie viel? Ich werde dir einen meiner Freunde für wenige Zorkins überlassen. Ja. Möchtest du ein Dwan Haar kaufen? Es kostet 280 Zorkins. Und wie viel haben wir? Ja, wir kaufen. Okay, ich nehme eins. Hoffentlich wird es zu deinem besten Freund. Ja, bis ich mal richtig Hunger habe. Was hast du gesagt? Das war ein Witz, Salinas. Du machst dir wirklich große Sorgen, was? Sie sind mein Ein und Alles. Hier ist das Gui. Es liebt es, wenn man ihm etwas vorsingt. Na wunderbar, danke. Wo ist es? In dem Gehege, drüben im Zentrum des Dorfes. Und okay. Und wir riechen jetzt nicht gut, oder? Kann das sein? Erdphantasma, was ist mit dir? Du bist nicht so glücklich. Info über Mar? Ich habe eine Frage. Was kannst du mir über Mar sagen? Er ist ein furchtbar dummer, aber auch sehr gefährlicher Talaner. Mar scheint das nicht zu erkennen, aber jedes Mal, wenn er glaubt, Kroax zu helfen, schadet er damit den anderen Talanern. Und Risi? Erzählst du mir etwas über das Risi? Wir bauen es für die Krieger von Kroax an. Sie essen so viel davon, dass kaum noch etwas für die anderen Talaner übrig bleibt. Das ist nicht gut. Müssen wir den Talaner lokalisieren? Oh, ja, tatsächlich. Da sind neue dabei. Beginnen wir mit Narn. Hast du Narn gesehen? Nein, diesen Mond nicht, Ulukai. Ich habe gehört, er sei sehr aufgebracht. Ich hoffe nur, dass die Krieger ihn nicht umgekehrt haben. Na, das ist nie gut. Masum. Weißt du zufällig, wo Shamas Masum ist? Ich habe ihn diesen Mond beim Eloe-Tempel gesehen, Ulukai. Geh vom Fee-Tempel aus weit nach Norden. Dort wirst du ihn finden. Ja. Und Zeo? Ich bin auf der Suche nach Zeo. Er ist bei der Phantasma-Quelle. Geh vom Fee-Tempel aus weit nach Nordosten. Na schön. Dann hätten wir gerne mehr über Klatt erfahren. Hast du Klatt hier irgendwo gesehen? Der dort, da drüben, Ulukai. Ach was. Wir waren noch nicht fertig. Salinas. Hast du Salinas gesehen? Das ist der dort drüben, Ulukai. Oha. Okay, wir gucken gar nicht hin. Wir wollen mehr über... Mar hatten wir doch. Hatten wir nicht? Nein, Narn hatten wir. Ilott müssen wir noch. Sepp haben wir ja schon gefunden. Masum, das könnten wir uns also eigentlich sparen. Zeo und Zeo. Salinas müssen wir noch fragen. Und Mar, glaube ich. Und Ilott, was war das? Masum hatten wir glatt. Oh, das ist aber viel. Weißt du, wo Mar ist? Nee, hatten wir auch schon. Ich glaube, er ist irgendwo nordwestlich von hier. Jedenfalls sehe ich ihn hier nicht. Na schön. Was sagte ich gerade? Genau, Ilott. Hast du Ilott gesehen? Geh von hier aus nach Nordwesten, Ulukai. Ich glaube, er ist dort, aber ich kann ihn im Moment nicht sehen. Na schön. Was gibt es sonst noch? Ich glaube, das war's jetzt, oder? Salinas, haben wir da nicht nachgefragt? Hast du Salinas gesehen? Du suchst diesen Talaner dort. Ach, guck. Der läuft hier rum. Ja, danke schön. Dann schönen Tag noch. Und wir gucken mal. Hier habe ich doch was gesehen. Ah. Stabile organische Energie geortet. Oh nein. Feinde, was? Moment, wo ist er jetzt hin? Der war doch gerade hier. Oh, die sind schnell. Klart. Ach so. Ja, das muss man sich erstmal merken, wie die alle heißen und was für Aufgaben die haben. Okay, unser Reittier, das holen wir uns. Wie heißt das? Wontan? Oh, da läuft einer. Aber mit dem haben wir doch gerade geredet, oder nicht? Der hatte doch die Kräuter in der Hand. Ja, genau. Und du? Schon gut. Tut mir leid. Ja, wir gucken mal. Wir haben einen Schlüssel, nicht nur einen gefunden, aber einer lag genau hier vor der Tür. Versuchen wir doch mal hier reinzukommen. Geht nicht. Ah, nicht mit Dynamit. Na okay, da kommen wir dann wohl nicht rein. Was es mit diesen Schlüsseln auf sich hat, werden wir auch noch erfahren, hoffe ich. Und du? Naja, ich glaube, wenn sie keinen Namen haben,
dann hat es für uns keine große Bedeutung, oder? Oh, 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 nicht hier rein. Oh, medizinische Ausrüstung. Tut mir leid. Wir brauchen das ganz... ganz dringend. Oh, 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 oh. Ist ganz wichtig für uns. Tut mir leid, wir müssen das mitnehmen. So, dann zeigen wir mal unserem Huan Tan, unseren Gui. Mal gespannt, wie so ein Gui aussieht und mal gucken. Wir müssen von links ran. Ist das links? Ja. Cool. Huan Tan sagt ja. Springen können wir nicht. Hey, wir können aber gut laufen damit. Absteigen. Hey, das ist ja cool. Ark. Ark, Ark. Ja, jetzt kommen wir doch schneller voran. Das ist doch schön. Ja, aber so können wir ja nichts einsammeln. Du wartest oder haust du ab sofort? Oh, er wartet brav. Können wir jetzt alle reiten? Warnung, schwache Energiequelle geortet. Aha. Ich sehe schon. HP-12-Munition geortet. Oh, da haben wir aber mit 6 Packungen nicht sehr viel bekommen, was? Nein! Oh, wir kriegen doch die Fässer kriegen wir ja doch kaputt im Nachhinein. Hey, du! Komm mir nicht so nah mit deinem Ding da! Aua! Genau reingerannt. Sie haben aber schon um Hilfe gerufen jetzt. Metall geortet. Ganz genau. Oh. Okay, wir müssen unseren Kumpel leider hier lassen. Ich glaube nicht, dass der es schafft, hier durch sein Portal zu gehen mit uns. Wollen wir denn überhaupt durch das Portal? Ja, also ich denke schon. Denn ich glaube, das ist genau die Gegend, in die wir nicht gehen sollten am Anfang, die doch so gefährlich ist. Es ist ja auch sehr gefährlich hier. Oder folgt unser Huan Tan uns vielleicht? Metall geortet. Ja, 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 ja. Alles an Metall, immer her damit. Ich hätte ganz gerne ja noch erfahren, was es dann mit diesen Stäben auf sich hat, die wir da überall gefunden haben. Du bist nicht unser, oder? Nein, unser steht hier. Können wir dich vielleicht rosa anmalen, dann erkennen wir dich besser? Oh, warte, das ist die rechte Seite. Von der linken müssen wir aufsteigen. Oh, Salinas! Oh, nee, mit dir haben wir ja schon gesprochen. Wir haben mit allen, glaube ich, hier gesprochen. Perfekt. Na, das wird doch ein hübsches Bild jetzt. Oder? Mit den Monden im Hintergrund und den Palmen. Kannst du mit da durch? Ach, Moment. Ja, richtig. Wir können gar nicht auswählen, wohin wir wollen. Da zerteilen sich unsere Atome. Wüste, auch nicht gut. Okay, oben ist eine Palme drauf. Da wissen wir schon mal, dass wir damit wieder zurückkommen. Tenu. Komm zu mir, Ulukai. Komm zu mir, Ulukai.
Sei gegrüßt. Hallo. Ich wünsche dir einen guten Mond, Ulukai. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich bin neu in der Stadt. Kann ich hier irgendwo mein Pferd unterbringen, einheben und mich amüsieren? ich weiß nicht. Entschuldigung, war nur Spaß. Ja, ich bin gerade angekommen. Ja, nun, hier gibt es viel Interessantes. Aber sei vorsichtig in der Stadt, Ulukai. Die Krieger suchen nach dir. Ich hoffe, du kannst es mit ihnen aufnehmen. Warten wir es ab. Ich muss jetzt gehen. Mein Phantasma ist in Gefahr. Ich habe die Schlüssel zu den Lagerhäusern der Krieger gestohlen und in der Stadt versteckt. Ich wäre diesen Mond beinahe erwischt worden, aber ich konnte gerade noch entkommen. Gut, dass ich dich noch getroffen habe, bevor ich untertauche. Dir wird doch nichts passieren, oder? Wir Wächter sind schnell, Ulukai. Anders geht's nicht. Jetzt muss ich aber los. Oh, du solltest versuchen, die Steuerzahlungen der Stadt zu stoppen. Das wird Feran sehr wütend machen. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch überhaupt nichts Gescheites gemacht hier für die Talana. Wir reiten einfach durch, oder? Denn hier ist es... weg ist er. Denn hier ist es doch auch nicht sicher. Komm, hier ist dein Socken. Schweiß gebartet. Ja, wer weiß, wie das riecht. Das ist vielleicht, riecht das ganz gut für Menschen. Einfach durch zum nächsten Portal. Hey. Ich möchte mich gerne hier umsehen, aber ich habe gehört, es soll sehr gefährlich sein in der Wüstengegend. Und komm, durch. Augen zu und durch. Wir werden uns das ein andermal anschauen. Ein andermal werden wir uns das anschauen. Frag mich nicht, warum ich hier einfach geradeaus durchreite. Aber ich glaube... Oh nein, das ist zu. Oh nein, das ist auch zu. Oh nein! Wie gut, dass sie so gut zielen können. Immer schön ausweichen. Oh nein! Ja, das ist... Das ist def zu gefährlich für meinen Geschmack hier. Ja, aber hier waren wir doch gerade. Hier ging es auch nicht weiter, oder? Ah, doch. Vorsicht! Immer schön auf der Strecke bleiben hier. Wo ist das andere Tor? Okay, ich weiß, ihr seid nicht gefährlich. Ihr schon? Ach, das ist ja schön. Wie bequem hier auf unserem One-to-One. One-to-One heißt es. Ein Brunnen, den wollen wir nicht vergiften. Oh, schöne Musik auch. Instabile organische Energie geortet. Oh oh. Hey, was für eine große Stadt. Wo geht's hier raus hinten? Oh nein, hier nicht. Oh, hoppla. Oh oh, wir stecken fest. Nein. Wir können gar nicht feststecken. Vielleicht hier rauf? Schaffst du das? Ja. Ah, das ist nur Wüste da draußen. Ah, da. Ein Portal. Das kann nicht unser Portal sein. Stabile organische Energie. Oh oh. Kommen wir hier durch? Nein, kommen wir nicht. Das kann nicht unser Portal sein, denn wir sind jetzt so weit geritten. Das muss ein anderes sein. Haben wir das jetzt vom Reittier hier aus eingesammelt? Ich glaube ja. Passen wir hier durch? Ach komm, du schaffst es. Du schaffst es. Nein, du schaffst es nicht. Jetzt kommen wir weder vor noch zurück. Absteigen geht auch nicht. Dumme Idee jetzt, oder? Komm schon. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr von links an dich ran. Oh nein. Komm schon. Oh nein. Naja, komm, wir sammeln das erstmal ein. Vielleicht folgst du uns ja ein Stück. Hm.
Keine Chance gerade. Nein, 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 nein. Wie war das? Waffe wegstecken in der Stadt. Jetzt haben wir es hier. Jetzt haben wir es hier festgeparkt. Schade. Und wenn wir von vorne kommen? Auch nicht. Ach. Egal. Wir laufen durch das Tor. Wo ist das denn jetzt? Durch das Portal hier? Metall geortet. Es ist weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben es doch ganz genau gesehen. So weit kann das jetzt nicht weg sein. Wie kommt der arme Fisch hier? Wir versuchen das nochmal. Ah. Das müsste doch hier irgendwo sein. Moment mal. Genau, hier oben kamen wir nicht durch. Und dann haben wir das Portal aber hier irgendwo gesehen. Stabile organische Energie geortet. Da drüben ist es doch. Oh, Vorsicht. Wir können ja nicht so runterspringen einfach. Ja, wir brauchen bessere Sachen. Wir müssen unseren Rucksack etwas verbessern. Oh, gut. Fisch. Verdammt. Ah, gut. Ja, jetzt haben wir uns leider um unseren Freund gebracht. Aber wir wissen, wo er steht. Also wir werden ja die Stadt nochmal richtig genau erkunden. Und wie man gesehen hat, ist die... Wo müssen wir? Geradeaus? Hey, und das soll eine sichere Gegend sein? Das ist das Ödland. Das ist ebenfalls nicht sicher. Das ist das Unsicherste, das es überhaupt gibt, glaube ich. Oh. Da fangen sie schon an zu schießen auf uns. Wisst ihr, wo ich ganz gerne hin würde, liebe Welt da draußen? Es gibt hier eine Insel, habe ich gehört. Eine Insel, auf der... Ja gut, die Kinder sind auch da. Stabile organische Energie geortet. Wir müssen alles einsammeln. Ich kann nichts dafür. Wow. Das ist wieder die unhübscheste Gegend hier, die wir uns ausgesucht haben. Und hier wollen wir sein? Nein, wir suchen das nächste Portal. Das ist aber nicht gut. Vielleicht sollten wir erstmal zur Stadt zurück. Ah. Also so ganz gefällt mir diese Gegend nicht. Fremde, 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 fremde Frucht. Oh, ja. Hier gibt es große Fische. Na gut, wir versuchen es erst gar nicht, hier durchzuschwimmen. Die letzten Fische waren auch schon nicht freundlich. Okay, die schießen hier mit Rot. Die sind so ein bisschen anders schon, als die, die wir bisher kennengelernt haben. Das ist nicht so gut. Sind wir besser als vorher? Ich glaube ja. Wir haben nur 3 Schuss gebraucht. Hey, 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 hey! Lass das! Lass das! Ha! Das macht ja... Oh doch, das explodiert. Wie? Wir wurden verletzt. Weg, 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 weg. Lauf! Dann laufen wir eben da zu dieser Burg oder was das ist. Metall geordnet. Metall. Halt, halt, halt. Metall. Wo ist das hin? Da. Ja, aber hier oben waren wir doch gerade fast schon. Da ist immer noch Metall. Jetzt haben wir es. Ja, schön. Oh, so viele. Irgendwas hat schon wieder geschossen. Ich würde ja gerne, aber wir haben gar nicht so viel Munition und wir sind immer noch auf Level 0. Wo
Wo ist denn euer nächstes Portal hier? Ach, zu spät. Nichts wie weg. Nein, die Gegend. Oh, nein. Pflanze. Fleischfressende Pflanze. Wow, was? Noch eine. Nein, nichts wie weg. Bleib mir vom Leibe. Ha, wir haben sie erwischt. Aber irgendwas hat uns auch getroffen. Wir können überhaupt nichts einsammeln. Nein! Überall! Boah, da drüben! Nein! Sprengkörper? Moment. Wir suchen Dynamit, oder? Wo ist dieser Sprengkörper? Aber wir haben das andere Portal schon gesehen. Da geht's gleich hin. Hier ist kein Fremdkörper. Worauf schießt ihr denn da? Ich hoffe, dafür gibt es auch Punkte. Ansonsten versuchen wir mal da drüben hinzukommen. Hoffentlich gibt es... Ach nein, die großen Fische gibt es hier. Können wir nicht schneller? Eieiei. Fremdes Material geortet. Ja, fremdes Material, okay. Haben wir eine Muschel gefangen? Die war nicht so schnell. Das ging ganz gut. Okay, vorbei an den gefährlichen großen Raubfischen. Ich gehe mal davon aus, dass es Raubfische sind. Ah, ich sehe schon. Okay, dann nichts wie durch hier. Materialfremdes. Okay. Ja, sehr schön. Wohin bringt uns das? Und wir haben einen Baum, eine Waldgegend. Vielleicht ist das eine sichere Gegend jetzt. Oh, es ist nicht so, dass ich nicht neugierig wäre, um mir mal die ganzen Kontinente hier anzusehen. Aber vor allem, ja, das ist das Richtige. Hier sind nur die Friedlichen. Das ist gut. Hier können wir uns ganz in Ruhe mal umgucken und erstmal uns mit den ganzen Gegebenheiten hier anfreunden. Hallo Jäger, bleib da. Hast du eine Armbrust hier? Was ist das? Oh nein. Na schön. Noch einmal. Das war jetzt ein wenig... Hat man es erkannt? Ich weiß nicht. Es sah aus wie eine Armbrust. Für mich sah es aus wie eine Armbrust. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, dass es so eine Falle, eine Fußangel sein könnte. Eine Falle. Eine Bärenfalle. So. Halt, Moment. Wir müssen erstmal friedlich hier ankommen. So, Jäger. Sei gegrüßt. Verzeihung, Kumpel. Du bist aber wirklich groß, oder? Ah, endlich weilst du unter uns, Ulukai. Wenigstens fürs Erste. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Ich bin der große Jäger Kyuran und dies hier ist meine Region Okar. Okar. Was kannst du mir über die Region Okar erzählen? Meine Region Okar, meinst du wohl? Ich lebe hier. Es ist meine. Also gut, deine Region. Es war einst ein Ort, an dem die Dolotai-Wächter trainierten, bevor die Zeit des Feran anbrach. Damals war ich ein junger Wächter, aber ich wollte nichts damit zu tun haben. Und deshalb wurde ich Jäger. Ich hatte einen Freund, der viele Monde lang mit mir zusammen auf die Jagd ging, aber er ist seit vielen tausend Monden fort. Und seitdem jagst du immer hier draußen? Ja, ich habe gesehen, wie die Krieger von Feran viele Wächter angegriffen und umgekehrt haben, die versuchten, das Trainingslager auf der anderen Seite der Brücke als Hauptquartier zu nutzen. Ich habe gesehen, wie die Kaserne im Osten des Daokas niederbrannte und wie es von Kroax neu errichtet wurde. Aber trotz allem jage ich, da dies hier meine Region ist. Aha. Wir wollen alles erfahren über die Brücke, über das Trainingslager, über die Kaserne und über Mon.
Gibt es etwas, was du mir über die Brücke sagen kannst? Es ist halt eine Brücke, die übers Wasser führt. Sie befindet sich im Westen des Daokas. Trainingslager. Erzähl mir von dem Trainingslager. Vor langer Zeit haben die Dolotai-Wächter hinter den Mauern trainiert. Jetzt sind dort nur noch Kroax-Krieger. Es ist ein Ort, den ich seit Tausenden von Monden nicht mehr betreten habe. Also weiß ich nur wenig darüber. Es liegt westlich der Brücke. Du kannst es nicht verfehlen. Und Kaserne? Was kannst du mir über die Kasernen sagen? Dort wohnen Kroax-Krieger. Ich toleriere sie nur, weil sie gelegentlich gegen die Ogobar kämpfen. Aber ich weiß, dass sie mich liebend gern umkehren wollen. Warum? Ich glaube, weil ihnen meine Fallen mehr zu schaffen machen als die Ogobar. Sie sind nicht glücklich über meine Existenz. Und genau das mag ich. Na, ganz schön gefährlich, deine Fallen, was? Welche Fallen? Ah, du bist weise, dass du nach meinen Fallen fragst, Ulukai. Einige sind für die Tiere und andere für die Ogobar und die Krieger, die immer noch in meiner Region ihr Unwesen treiben. Du wirst aufpassen müssen, wo du hintrittst, Ulukai. Ich habe so viele Fallen gelegt, dass ich selber manchmal fast von ihnen umgekehrt werde. Mhm. Ogobar. Was kannst du mir über die Ogobar sagen? Sie sind niedere Wesen, die meine Region verunstalten. Primitive Kreaturen ohne jegliche Intelligenz. Sie stehlen mir immer die Tiere, die ich fange. Wo sind sie? Ihr Lager befindet sich weit südöstlich des Daokas. Aber ich würde dir nicht empfehlen, dieses Gebiet meiner Region aufzusuchen. Sie mögen keine Fremden. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Na, wunderbar. Und was ist mit diesen Mohnen? Mit unseren Mohnen, genau. Wir sollen ja die Mohnen suchen. Nun gut, mächtiger Kyuran. Ich muss herausfinden, ob irgendwo in dieser Region ein Mohn versteckt ist. Ich habe von diesem Schatz gehört, aber auf all meinen Reisen durch diese Region habe ich nichts gesehen, was auf die Beschreibung passen könnte. Noch nicht einmal bei den Ogobar. Glaubst du denn, es gibt hier überhaupt eins? Oh, ich weiß, dass es hier eines gibt. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber es gibt fast nichts in dieser Region, was ich mit der Zeit nicht finden würde. Einer unserer Schamas sucht übrigens ebenfalls danach. Zugriff auf Notepad erfolgt. Ja, diesen Schamas wollen wir gerne treffen. Wo ist dieser Schamas? Schon früh diesen Mond ist er in meine Region gekommen und hat mir dieselben Fragen gestellt. Ich gab ihm dieselben Antworten wie dir. Er hat mich um meine Hilfe bei seiner Suche gebeten. Aber ich habe viele Pflichten in meiner Region zu erfüllen und daher keine Zeit. Das war sehr nett von dir. Ich habe ihm gesagt, dass die Region todbringende Gefahren birgt. Aber er wollte sie sich trotzdem unbedingt ansehen. Er ging vom Ogobar-Lager aus nach Osten. Das Lager liegt südöstlich des Daokas. Zugriff auf Notepad erfolgt. Das war alles, oder? Ja, vielen Dank. Und ich glaube, hier fühlen wir uns wohl. Vielleicht. Vielleicht sind die Gegner hier nicht ganz so fies. Och, wie gerne hätte ich unser Reittier jetzt dabei. Wir haben ihm nicht mal einen Namen gegeben. Ach, das bekommen wir doch nie wieder da weg. Ja, vielleicht können wir noch eins kaufen. Damit wir es wieder irgendwo stecken lassen. Das verhungert doch... Nein, das verhungert nicht. Das wird dünner. Und dann passt es da durch vielleicht. Wer hat das alles hier hingelegt? Für uns extra? Metall geortet. So viele Früchte, so wenig Metall. Oh, Moment. Das brauchen wir. Das hier und was ist das? Ein Stein. Okay. Was? Cool. Bergbau wird hier betrieben. Moment, ist das hier sicher einigermaßen? Oh, irgendwas explodiert dort. Das gucken wir uns gleich mal an, aber erstmal wollten wir gucken in unseren Notizblock. Ah, oh. Ah, wir müssen die Stammesanführer, die Stammesführer müssen wir überzeugen, den Nachschub zu stoppen. Das ist ja bekannt, das haben wir uns ja schon angeguckt. Mhm. Ja, also ein Schamas sucht in dieser Region nach dem Mon. Und drittens, der Schamas ging gen Norden in Richtung des Ogobar-Lagers. So, so. Viertens, die Ogobar leben südwestlich des Daokas.
Schön. So, das Lexikon. Adelpha, Name dieser Welt. Syana, Stadt in der wasserreichen Region. Duaka, naja, das Portal. Elue, talanische Klasse der Händler. Ah ja. Phandasma, talanische Seele, Fae, talanische Kriegerklasse, Fae nochmal, talanische Phandasma des Feuers, Feran, böser Herrscher von Ardelfa. Ja genau, was ist eigentlich mit den Wissenschaftlern? Wir rennen hier rum schon tagelang, wie es mir vorkommt, ist das aber gar nicht, zum Glück. Und haben noch gar nicht unsere Wissenschaftler gefunden. Wenigstens Wolfe würde ich ganz gerne wiederfinden, auch wenn wir sie scheinbar nicht so sehr mögen und ganz besonders ihre Anwälte nicht, wie wir in den ersten Folgen ja gesehen haben, würde ich sie doch ganz gerne sehen, alleine um ein vertrautes Gesicht um uns herum zu haben. Gorgor, ein großes Raubtier. Hazades, Manifestation eines gequälten Phandasmas. Okay. Helidium, ein mysteriöser Kristall, und Khazar, ein Prophet der Talaner. Khizar, Region, die von weiblichen Talanern bewohnt wird. Da wollen wir hin, das ist unser Ziel. Kroax, Anführer der Krieger von Feran. Und Kar, eine talanische Klasse der Heilkundigen. Dabei fällt mir gerade ein, genau, ein Giveaway hatte ich ja versprochen. Und ein Giveaway soll es geben, und zwar genau eins erstmal. Denn, da ist erstmal nur eins zu vergeben. Ich muss mir da noch was einfallen lassen, wie das überhaupt funktioniert mit den Giveaways und so. Ich sage mal, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, wessen weiblichen Charakternamen ich ganz gerne wähle, der klingt fast wie eine Melodie. Ihr wisst schon. Und ihr Abonnenten seid des Kanals natürlich, um fair zu bleiben. Solltet ihr den Kanal schon abonniert haben, und zwar nicht erst jetzt, sondern am besten dann schon vorher, dann schreibt einfach in die Kommentare den Namen meines Lieblings-, also den Lieblingsnamen meiner weiblichen Charaktere, und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, der hat dann gewonnen. Übrigens, ganz wichtig, das funktioniert nur für Leute, die auch am PC spielen. Und ich glaube, das reicht als Information. Also wer jetzt nur eine PS4 oder nur einen Fernseher hat oder ein Smartphone, der kann natürlich auch daran mitmachen, aber es bringt dann mehr für die Leute, die dann am PC eben auch schon mal hier durch diese schönen Welten laufen. Und ja, habe ich genug gesagt? Ich glaube, ja. Mutasar, bergige Region. Okar, Waldregion. Okasankar, wasserreiche Region. Okriana, große Stadt in der Region. Talansar, Ogobar, primitive feindliche Rasse. Und Risi haben wir hier, Anbaugemüse. Da haben wir schon Shamas, religiöser Führer und Heiler. Shamasar, landwirtschaftliche religiöse Region. Talana, das ist die Rasse, die Ardelpha bevölkert. Talansar, Wüstenregion, da waren wir auch schon. Twonha, Lasttier. Okay, Twonha oder unser Reittier, das Palindrom, ihr wisst schon. Ventilope, große fliegende Kreatur. Ventilope haben wir auch noch nicht gesehen. Jod, höhere Gottheit. Sorkin, ein ovales Metallstück, auf dem das Wort Sorkin eingeprägt ist. Okay. Sehr schön. Die Analysen schauen wir uns ein andermal an. Ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal gucken, was war das denn hier Interessantes? Oh, so schön. Hey. Ach, das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das sind Kapseln, die hier aus den Bäumen rausfallen, und wenn sie unten aufkommen, dann explodieren sie schön grün. Oh, können wir die fangen? Kapsel fangen. Kapsel fangen. Moment, wir brauchen nur rüber zu laufen, dann fangen wir sie. Hey, ich kenne die. Ahorn oder wie die heißen. Moment. Noch mehr? Nein. Fang das auf. Ja. Cool. Da. Ja. Hey. Oh, hier bleiben wir. Hier bleiben wir den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was wir damit machen können, aber wir können das vielleicht anpflanzen oder verkaufen nachher. Okay, das war's. Der Baum schmeißt keine Kapseln mehr ab. Da. Ahorn, oder wie heißen die? Fremde Vegetation geortet.
die da so runterfallen. Aber die zerplatzen dann nicht, normalerweise. Ja, das reicht. Das reicht für den Anfang, finde ich. Reicht das? Wir haben genug gesehen. Und es geht weiter. Also, Moment, was? Wie hieß... AK-P12-Munition geortet. Ist das gut? Ah, das ist nie gut, wenn automatisch gespeichert wird. Ich höre etwas. Och, jetzt ehrlich? Hunde? Oh, wir können richtig klettern. Ja, ich sag ja, das sind Sachen, die heute in vielen Titeln gang und gäbe sind. Die gab es dann hier damals schon. Sind die gefährlich oder können wir die streicheln vielleicht? Ich weiß nicht, also wie würde ich mich denn verhalten? Ich komme hier irgendwo in den Dschungel und sehe solche Kreaturen. Würde ich sagen, oh, die will ich streicheln? Oder würde ich sagen, oh, schnell unsere Waffe her. Wie viel halten die denn aus? Vielleicht sind die aber doch ganz nett. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Tierquälerei. Die halten zu viel aus. Da, wir kriegen nicht einen. Gut, dass wir nicht runtergegangen sind, um die zu streicheln. Okay, den haben wir. Fleisch. Hey, wir sind Vegetarier. Das zählt nicht. Steh wieder auf. Wir gehen gleich runter und versuchen, sie zu reparieren. Wiederzubeleben. Okay. Stabile organische Energie geortet. Na also, die roten Kristalle dürfen wir mitnehmen, das ist doch schon mal was. Oh, das ist ja herrlich. Munition für uns. Mir ist aufgefallen bis jetzt, ich wollte es gerade sagen, mir ist aufgefallen bis jetzt gab es gar keine Knöpfe zu drücken. Da. Gibt es alles hier. Jeder Wunsch wird erfüllt, liebe Welt da draußen. Ist das nicht herrlich? Metall geortet. Aber Moment mal, das heißt ja für mich dann, ich muss ja den Samstag... Ist das jetzt? Ja, für Samstagabend hier. Ich muss ja... Hey, irgendwas Krummes haben wir da gefunden. Das heißt ja für mich, ich muss super aufmerksam sein, obwohl das steht ja in der Reihenfolge dann. Da sehe ich ja, wer zuerst was geschrieben hat. Stabile organische Energie geortet. Stabile organische Energie, ja gut. Waren wir denn hier in jeder Ecke schon oben? Vorsicht. Ach so, das geht nur einmal ganz kurz auf und dann wieder zu. Na schön. Stabile organische Energie geortet. Ja, aber wo? Ich sehe keine stabile organische Energie hier. Etwas genauer, bitte. Stabile organische Energie, das waren die Hunde, die wir da gesehen haben. Die Pflanzen bewegen sich richtig. Achso, das habe ich schon mal gesagt, wenn man vorbeiläuft. Das habe ich auch so noch nicht gesehen irgendwo. In einem anderen Titel ist mir das bisher zumindest noch nicht so groß aufgefallen wie hier jetzt. Schön gemacht, sehr liebevoll gemacht alles. Ja, von wegen organische Energie. Ja, man hört hier aber auch irgend... Ach so, das sind wieder diese Kapseln, die da runterfallen. Instabile organische Energie geortet. Instabile diesmal? Ja, es... Huch, das hilft ja nichts. Komm, wir drücken mal den Knopf. Versuchen hier schnell wieder rauszukommen. Brauchen wir gar nicht. Das geht so langsam, wir schaffen das. Ohne Probleme. Sehr schön. Ach so, und hier käme man rein. Dann normalerweise, wenn man nicht klettern könnte, so wie wir. Oh, Lianen. Vielleicht können wir uns hier von Baum zu Baum schwingen. Naja, wir sind ja kein Affe. Aber trotzdem, Lianen, liebe Welt da draußen. Hey, ach so. Das sind diese Kapseln wieder. Oh, so viel zum Einsammeln. Also ich glaube, der Titel wird bei uns auf dem Kanal hier niemals enden, glaube ich. Oh, Ameisen. Nein, nur ein Baum. Oh, Moment, Moment. Metall?
Was ist das? Oh, nein, ich sehe schon. Ja, ja, aber da ist so eine Falle, so eine primitive. Ich weiß nicht, ob ich darauf schießen möchte oder... Na, wir müssen ja nicht alles kaputt machen. Unser Lebensbalken, um den ist es nicht so gut bestellt. Ah, was denn? Pilze sammeln, nicht gut? Oha, das sieht aber ganz schlecht aus. Jetzt mit unserer Energie kommen, dann essen wir doch mal hier so ein Medikit. Moment, haben wir noch eins? Oh, wir haben 5, haben wir noch. Oh, das ist aber schön, dass wir so viel gesammelt haben hier, das gefällt mir. Ja, was soll ich sagen, liebe Welt da draußen? Auch die schönste Folge und auch das schönste Erlebnis ist irgendwann mal vorbei und wir sind am Ende der Folge, leider. Ich dachte, wir könnten noch ein Dorf finden, aber wir rennen ja einfach nur so hier rum und verfolgen keinen Plan im Moment. Wir wollen ja erstmal gucken, was die Gegenden alles so bieten. Ach, was habe ich gesagt? Ach ja, wir sind am Ende der Folge. Ja, tut mir leid. Morgen geht's weiter. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und lieben Dank auch für eure Likes. Oh, hoppla, Pilz. Okay, den Pilzen nicht zu nahe kommen, den Blauen. Die Blauen sind gefährlich. Ach da, guck mal. Ja, cool, hier, guck mal. Wir haben ein Gui. Wir haben ein Gui. Magst du das auch? Gui? Ah, das ist ja nicht von deren Mutter, das Gui. Leider nicht. Na gut. Schade. Habe ich mich schon bedankt? Habe ich schon die Abmoderation eingeleitet? Ja, ich bedanke mich dann nochmal. Ja, doch, habe ich schon. Dann bedanke ich mich doppelt. Lieben Dank für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.